Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Der soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Hey, Freunde der fantastischen Rollenspiele. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy VII, das Remake. Wir sind jetzt wieder unterwegs mit Tifa, haben so alle Nebenaufgaben und auch die Nebenstory mit Tifa zusammen abgeschlossen. Und sind jetzt wieder bei der Hauptstory, wollen damit weitermachen und gehen dazu in den siebten Himmel. Kurzes. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tifa. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nicht wirklich. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftsan. Beeil dich, Tifa. Ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Ich, tiefer. Was darf es sein? Was Starkes. Hast du was Starkes? Ich frage mich, ob es einen Unterschied gibt. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Nee. Der hat gar nichts reingefüllt. Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Also, da dringt nicht unbedingt, aber die Barkeeperin. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Trink! Weißt du, den an kippst du runter. Aber die Spezial
von der Tiefe, den trinkst du. Also, ey, Cloud, ich. Nein. Okay, wir suchen uns eine Beschäftigung. Können wir spielen? Nein, schade. Grundregel: Mit X kannst du einen Dartpfeil werfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Ein Wurf in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist, seine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dartpfeil geworfen werden muss. Je kleiner der Zielcursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenig Versuchen wie möglich auf 0 zu bekommen. Die höchste Punktzahl landet man mit den Treffen ins Zentrum der Scheibe Bullseye, den äußeren Ring Double oder den inneren Ring Triple. Doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man überworfen und die Würfe der aktuellen Runde gelten als ungültig. Bust. Vor dem letzten Wurf, sobald die Punktzahl mit dem nächsten Wurf auf 0 senken kannst, werden dir die Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Orientiere dich an diesen Feldern, um deinen letzten Wurf zu landen. Okay, also stinknormale Dartregeln. So. Also die Triple 20 ist eigentlich so das Beste, was man treffen kann. Double 20? Ist halt stinknormales Dart. Hans, Triple. So will ich das. Also das Zielen ist ein bisschen, ja. Ah, nein, nur 5. Relativ gut. So gut bin ich im echten Leben nicht beim Darten. Eine Triple 1. Ich muss da echt noch ein bisschen üben. Leute, was? So macht man's. Läuft. Wir sehen Dart Champion. 12 Würfe, Punkte pro Runde 75,25. Wer besseres hinbekommt, schreibt es in die Kommentare. Oh, tiefer mit ne. Okay, gut. Dann warte ich mal. Können wir noch irgendwas machen? Nein. Hier hinten noch irgendwas zu erkunden? Ich will ja nochmal. Ich bin der neue Barkeeper, was soll ich euch bringen? Ich kann euch ganz, ganz tolle Drinks machen. Müsst ihr nur sagen, was ihr wollt. Naja, Barkeeper ist jetzt für unseres. Tiefers Tee, möchte ich nicht. Was habe ich noch zur Auswahl? Ja, lass mit Tiefers Tee laufen. Kann ich da was machen? Nein. Okay. Am Dresen auf Tiefer warten. Dann trinken wir unseren Drink aus und dann wird das schön. Wahrscheinlich sehr begeistert. Alles gut, Tifa? Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß
ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf! Das haben wir uns alle verdient! Gern. Alter. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Oh. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Oh. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Nee, allein nichts. Kein Problem. Alter. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse, ich hab riesen Kohldarm. Oh, bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Also Nummer 1, Cloud ist ein Frauenmagnet. Und ne? Nummer 1. Nummer 2. Mann, das tut gut. Natürlich seid ihr von mir abhängig, Liz, wenn ihr alleine nichts gebacken bekommt. Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Entschuldige, Cloud. Ich hab grad leider keine Zeit für dich. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Genau. Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Tut mir leid. Was hast du gesagt? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Wo waren wir stehen geblieben? Du hast von uns gekriegt, was dir für deine Arbeit zusteht. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Ein kleines Kind da. Mir total die Stimmung. War eine schwere... Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Ja. Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Hm? Wo waren wir? Ach, jetzt hör aber auf. Ich würde dich ja gerne zur Feier einladen, aber... worüber haben wir gesprochen? Du hast doch ganz bestimmt auch Hunger. Worüber haben wir gesprochen? Ich finde es gerade irgendwie lustig. Ob man Erfolg hat, wenn es drauf ankommt, ist oft auch eine Einstellungssache. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Ja, meine Wampe allerdings auch. Sorry, wir haben es echt versucht. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Den Bauch natürlich. Naja, dann. Meinst du den? Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ja, ich kann ein bisschen gut rauslassen. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Also wie die laufen. Gehören die zusammen? Irgendwie. Aus dem Weg! Wir wollen das in Pappe stecken. Ja.
Wir müssen hier den Steig markieren. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wahlmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder Boss? Sieh dich besser vor. Die Typen arbeiten nicht für irgendwen. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Och. Du gehst vor, alles klar? Dein kleines Messerchen. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt es doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Ja, sehr geil. Warte mal. Ja. Auf Nummer sicher. Okay, das war ein bisschen. Ich stand noch ein bisschen blöd da. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Ach, genau, ja. Ab ins Bett kann man nämlich TP heilen. War ein bisschen härter der Kampf, wie gedacht. Aber, naja. Typen waren in letzter Zeit öfter. Ich glaube wirklich, die wollen die haben nichts Gutes vor. Kann ich tiefer rein? Na. Ja. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Echt? Ich dich nicht. Oder auch nicht. Was? Ja. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Mhm. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Ja. Yeah. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Mhm. Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, im Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also,
Hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Hm. Oh. Das ist die Anzahlung. Ich muss erstmal Luft holen. Mit beschwöre Materia kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materia löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwöre Materia werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, ich wollte mich nur mal ganz kurz... Ich muss mich mal kurz ausruhen. Okay, wir haben jetzt eine Beschwörermaterie. Das heißt, ich werde jetzt Ifrit ausrüsten, bereite mich soweit vor. Und dann gehe ich mit ihr auf eine kleine Queste. Materie einsetzen. Dann können wir Ifrit rufen. Wo ich sagen muss, dass ich den jetzt gerade nicht so toll finde. Aber... So. Alles klar, gut. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge und seid genauso gespannt auf die nächste Folge wie ich. Ich würde mich da erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.